Hi Andre hier für tabletblog.de. Ich bin gerade am Stand von Arcos auf der CES in Las Vegas und wir haben hier ein ganz neues 8 Zoll Tablet, das Arcos 80 Platinum. Es soll in etwa einem Monat in den Verkauf gehen und wird $199 kosten. Das würden dann vermutlich auch 199 € sein. Und ja, für den Preis bekommt ihr, wie gesagt, ein 8 Zoll Tablet. Die Auflösung ist 1024 x 768 Pixel und wir haben hier ein IPS-Display. Das Display hier sieht wirklich ziemlich gut aus. Die Farben seht ihr schon, werden super dargestellt. Das Display ähnelt natürlich auch von der Größe her alles dem iPad Mini. Das Design auch so ein bisschen der weißen Version. Die Rückseite ist auch aus Aluminium. Hier drin haben wir jetzt einen 1,2 GHz Quad-Core All-Winner-Prozessor zusammen mit ganzen 2 GB Arbeitsspeicher und ich meine 8 GB Flash-Speicher, aber es gibt auch eine Micro-SD-Card, einen Micro-SD-Card-Slot, über den der Speicher dann erweitert werden kann. Hier haben wir außerdem einen Home-Button, ein Mikrofon, einen Micro-USB-Anschluss, einen HDMI-Ausgang und natürlich den Power-Button. Hier auf der Seite nichts weiter, dann haben wir hier einen Lautsprecher, dann den Anschluss für das Headset, hier oben nichts, auf der Rückseite noch eine Kamera und wieder das wunderschöne Aluminiumgehäuse. Das Arcos 80 Platinum fühlt sich auch wirklich hochwertig an. Würde da nicht Arcos draufstehen und nicht Android drauf laufen, könnte man fast denken, dass man hier ein iPad Mini in der Hand hält, obwohl das iPad Mini schon ein bisschen dünner ist. Das ist auch für den Preis, €199 soll das kosten, $199, auf jeden Fall ein interessantes Tablet. Hier drauf läuft jetzt Android 4.1.1 Jelly Bean und ja, Jelly Bean ist hier natürlich schnell drauf, wegen Project Butter, aber auch dem Quad-Core-Chip. Wir haben jetzt leider kein Internet, um irgendwelche Webseiten zu testen und irgendwelche komplizierten Spiele herunterzuladen. Angry Birds läuft natürlich flüssig, muss ich eigentlich nicht zeigen. Auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Tablet, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob man das jetzt dem Nexus 7 vorziehen würde, aber naja, mal schauen. Das ist Arcos 80 Platinum. Ich bin Andre für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen. 97 Platinum.